So, hier haben wir einen NSB 901. Das ist einer der Effektlautsprecher, Zwei-Wege-System. So ein Effektlautsprecher, der kann durchaus ein bisschen kleiner sein, weil er halt eben nur Effekte macht. Der wird dann nachher über die spezielle Aufnahme an die Wand gehängt. Der kommt nach hinten. Davon haben wir dann insgesamt zwei für hinten und dann nochmal zwei für die vorderen Effekte. Hier haben wir das Herzstück für das Kaltkino, unseren RXA 3070, ein 9.2 Receiver, der bis auf 11.2 aufgebohrt werden kann. Wir haben 8 HDMI-Eingänge, 2 HDMI-Ausgänge, DAB-Tuner inside, automatische Einmessautomatik, die sogar die Deckenkanäle mit einmessen kann. Und naja, für alle Quellen, die irgendwie für den guten Ton sorgen, ist die Rückseite sehr faszinierend. Ich drehe den einfach mal um. So, hier haben wir die Lautsprecheranschlusssektion. Da werden nachher unsere coolen Lautsprecher angeschlossen, inklusive der Atmos-Kanäle. Digitale Eingänge klassischer Natur, analoge Eingänge mit Schallplattenspieleranschluss, eine aufwendige HDMI-Sektion, Netzwerk, Wi-Fi, alles an Bord, alles, was das Herz begehrt. Das ist die Rundum-Sorglos-Maschine und klanglich ein echtes Highlight. Also wer darüber nachher Musik hört oder Filme schaut, der wird richtig begeistert sein. Das ist Kinoerlebnis und Musikerlebnis pur. Ja. Okay. So, hier kommt er hin. Hier ist ein schönes Plätzchen. Ja, 42 Kilogramm. Ne? 1,7 Kilo bezahlen, also 1700 Euro und dafür 42 Kilogramm bekommen. Hier haben wir unseren NSSW 1000, unseren größten Subwoofer, unseren schönsten Subwoofer, hochwertigste Verarbeitung hier mit der Aluminiumblende, mit einem Metall-Lautstärke-Drehknopf, echter Pianolack-Lackierung, 1000 Watt Endstufe, einem 30 cm langen Hubtieftöner. Das Besondere an diesem Subwoofer, das ist ganz wichtig bei Subwoofern, gerade wenn man darüber nicht nur Filme guckt, sondern eben auch Musik hört, dass dieser Subwoofer, eigentlich untypisch für seine Größe, nicht nur richtig tief kann, sondern auch sehr präzise und schnell spielt. Also das ist wichtig bei Musik, dass wir da halt sehr schnelle, kontrollierte Bässe haben und dass so ein Subwoofer halt nicht nur seiner Größe entsprechend richtig tief spielt, sondern eben auch knackig und präzise ist. Und das beherrscht dieser Subwoofer und für diesen Raum sollte einer reichen. Noch 230 Kilo. Hier haben wir die NSF 901, einen Standlautsprecher, zwei Stück davon, einen für den linken, einen für den rechten Kanal. Gigantischer Lautsprecher, toller Hochtöner mit einer präzisen Auflösung, damit man sowohl für Musik als auch für Filmton alle kleinen akustischen Details mitbekommt. Also brechendes Glas oder wenn ich mir ein Konzert anhöre, ein klassisches, jede einzelne Seite der Geige wird dann hörbar. Einen tollen Tief-Mittentonbereich, das ist sehr wichtig bei Musikwiedergabe, um Rhythmus in die Musik zu bekommen und natürlich auch die Stimme klar und deutlich darzustellen, je nachdem wie der Künstler geartet ist, damit das nicht irgendwie Mickey-Mausig oder froschig klingt. Und Bassreflexöffnung nach vorne. Das heißt, auch dieser Lautsprecher kann richtig gut Tiefton wiedergeben und macht so Film und Musik zu einfach einem geilen Erlebnis. Und das im Zusammenspiel mit dem Subwoofer, das gibt eine richtig harmonische akustische Abdeckung hier im Raum. Plus die Effektlautsprecher, das ist pures Kino oder eben Konzerterlebnis, je nachdem, wie es sein soll. So, dann nochmal die Kabel. Hochwertige Geräte wollen natürlich auch verkabelt werden. Wir haben hier einmal von der Marke AudioQuest, hier schöne Kabel, Lautsprecherkabel, so für die Effektlautsprecher und so weiter. HDMI-Kabel natürlich auch ganz wichtig, 4K-fähig und so weiter, muss natürlich alles auf dem aktuellen Stand sein. Lautsprecherkabel für die vorderen Lautsprecher und noch ein paar weitere Kabel. Und jetzt fangen wir mal an, das Ganze mit diesen Kabeln hochwertig zu verbinden.